Das Video sollte heißen, was das Christentum unterscheiden sollte. Ja? Denn ich möchte dir anbieten, dass wenn du unterwegs bist, um nach dem wahren Christentum zu suchen, du oftmals etwas vorfindest, was du selber nicht lesen würdest in der Bibel als Definition für das Christentum. Also, dennoch, wir klären jetzt, was das Christentum unterscheidet. Also, was macht das Christentum einzigartig? Matthäus Kapitel 7. Und hier Christus spricht und jemand, der sagt, er ist ein Christ, er gehört zum Christentum, ist dabei, Christus nachzufolgen. Und Christus nachzufolgen heißt, er ist auf dem Weg, Christus ähnlicher zu werden. Und sein Hauptziel ist, Christus ganz zu ähneln. Das ist die Bedeutung von Christentum. Alles nun, was ihr wollt, Matthäus 7, Vers 12, dass die Leute euch tun sollen. Das tut auch ihr ihnen ebenso. Denn dies ist das Gesetz und die Propheten. Geht ein durch die enge Pforte. Denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Also der Weg, der ins Verderben führt, der ist sehr, sehr einfach. Und viele sind es, die dahin eingehen. Also viele gehen ins Verderben, weil sie auf den breiten Weg, auf den einfachen Weg sind. Denn die Pforte ist eng. Und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Also der Weg, der dazu führt, dass du ewiglich lebst, sagt Jeschua, Jesus Christus, der ist eng und wenige sind es, die ihn finden. Okay? Also wir haben es damit zu tun, dass der Urheber des Glaubens, Christus, sagt, dass die, die zum ewigen Leben finden, sind ganz wenig, weil der Weg dahin ist schmal. Also, fassen wir mal zusammen, ich habe schon einige Videos über diese Thematiken gemacht, fassen wir mal zusammen, was das Christentum an sich bedeutet und weswegen Christus gekommen ist, um uns zu erlösen und was es bedeutet, erlöst zu sein und wovon erlöst er uns. Zusammengefasst ist es wie folgt, der Mensch ist von Grund auf in einer sündigen Natur. Okay? Also der Mensch ist von Grund auf in einer Natur, dass er in Rebellion gegen seines Schöpfers ist. Das ist seine Urnatur. Und zusammengefasst, wenn man sagt, der Mensch ist sündig oder er ist in Rebellion, zusammengefasst, ich habe da einigen Thematiken schon mal aufgegriffen, heißt es, dass der Mensch hat sich selbst zu Gott gemacht. Denn er wurde ja geschaffen im Ebenbild Gottes. Und durch den Sündenfall hat er aufgehört, auf Gott hören zu wollen. Und damit sagt er, dass er ist der Gesetzgeber. Das ist die kurze Zusammenfassung. Ja? Und dadurch, dass er jetzt sagt, dass er ist eigentlich Gott, folgen natürlich viele Dinge, wie zum Beispiel Neid und Habsucht und Wut und Zorn und eine gefallene Gesinnung etc. Und all diese Dinge rühren aus der Sünde. Deswegen, Erlösung heißt, dass Christus jetzt sagt, er holt uns da raus, aus dieser Natur. Was das Christentum unterscheidet, ist, dass Christus sagt, dass das Problem liegt bei dir, Steve. Okay? Du bist das Problem. Du hättest die Todesstrafe verdient. Durch mein Opfertod, Christus Opfertod, kommst du frei und dir wird vergeben. Das heißt, die verdiente Strafe, die du und ich, die wir verdienen würden, die geht an uns vorüber, weil Christus die für uns getragen hat. Und nun, jetzt kann es aber so nicht weitergehen. Jetzt sagt der Messias, jetzt fängst du an, anders zu leben, aber der Weg ist jetzt schmal, weil jetzt ist er vergeben worden und jetzt hast du Hoffnung auf das ewige Leben. Jetzt musst du jeden Tag das Kreuz tragen. Und wenn dir diese Redewendung zu archaisch ist, Kreuz tragen, Nachfolge, dann fasse ich es mal so zusammen und hoffe, dass es verständlicher ist. Du musst dich verändern zum Göttlichen. Aus dir heraus kannst du das nicht, deswegen schicke ich dir meinen Geist. Und der Geist ist ständig da, um dich zu motivieren, diesen Weg zu gehen, den du selber gehen musst. Okay? Was heißt das genau? Nun, wenn ich jetzt in einer gefallenen Gesinnung bin und ich habe Angst, das liegt daran, dass ich mich zu Gott gemacht habe. Denn wenn ich mich in Gott geborgen fühle, dann weiß ich, dass er hat alles geschaffen und ich bin eins mit ihm und er wird immer für mich sorgen. Wenn ich aber in Rebellion zu Gott bin, weil ich mich durch Sünde getrennt habe, dann muss ich Angst haben, denn ich bin ja auf mich allein gestellt.
Und deswegen muss ich Angst über die Zukunft und was passiert haben, denn ich bin ja in dieser Rebellion. So, und ich rede jetzt hier mit dir nicht aus dieser Position auf dich herab. Wenn der Weg einfacher wäre, wie zum Beispiel, ich spreche ein Gebet aus, was man dir oft sagen würde, und alles verschwindet, alle Ängste, alle Süchte, alle Zweifel würden so verschwinden, diesen Weg würde ich sofort wählen. Das wäre meine erste Wahl. Deswegen bin ich auch zum Christentum gerannt. Weil ich dachte, in der Minute, wo ich bekenne und meine Sünden preisgebe, ist der erste Schritt und der ist wichtig, denn damit stimmt es überein, dass in der Tat ich bin in dieser Rebellion. Das ist Buße und dadurch erlangst du Vergebung. Dass du übereinstimmst, das, genau das ist es. Mein Leben verläuft so, ich bin in diesem Zustand, weil ich gegen Gott gesündigt habe und ich zeige Reue und ich gehe vor dem Vater und ich demütige mich. Ich sage, Vater, vergib mir, denn ich habe gegen dich gesündigt und danke, dass du deinen Sohn geschickt hast für mich. Das ist der Anfang und dann hast du Vergebung erlangt. Nun, entgegengesetzt vielleicht zu viele oder andere Richtungen auf diesem Planet, die vielleicht versuchen, über andere Wege dieses gleiche Ziel zu erreichen, wie zum Beispiel, du musst viel Entspannung machen oder du musst andere beschimpfen oder andere schelten oder du musst andere manipulieren oder was auch immer. Das Christentum unterscheidet sich in diesem Punkt, das wahre Christentum in der Bibel, dass der Anfang ist bei dir, Steve. Guck nicht auf andere, schimpf nicht auf andere, versuch nicht dadurch irgendwelche falsche Wege oder falsche Geheimnisse oder irgendetwas. Versuch nicht über irgendwelche anderen Wege dieses Ziel zu erlangen, dass du Frieden hast, sondern fang bei dir an. Nun, jetzt geh langsam und allmählich und da immer, wo du kannst und wo dir die Chance geboten ist, geh diese Dinge an, wie zum Beispiel Angst. Warum hast du überhaupt Angst? Okay, vielleicht hast du dich irgendwo übernommen oder du hast da etwas Falsches gesagt oder ein falsches Zeugnis gegeben, etc., etc. Und jetzt fängst du an, das Richtige zu tun, aber es fällt dir schwer, weil deine Natur, unsere Natur ist ja böse von Grund auf und die ist nicht gewohnt, Gutes zu tun. Der Geist Gottes, der jetzt an deiner Seite ist, gibt dir jetzt Kraft und Motivation, tagtäglich diese Dinge jetzt anders zu machen. Das ist das Christentum. Das müsstest du in jeder Gemeinde vorfinden, die halt sagen, wir propagieren das Christentum. Das wäre die biblische Definition. Nun, du kannst tun, machen und lassen, was du willst. Meine Botschaft ist hier nicht, dich zu irgendwas überzeugen. Ja? Eins meiner Hauptbotschaften ist auch zu sagen, du kannst machen, was du möchtest. Du musst dich selber verantworten vor Gott, vor dem Gesetz, vor dem Mensch. Du musst das Richtige tun. Du kennst das Gesetz und was du auch immer machst, das obliegt dir. Okay? Aber das wahre Christentum, was propagiert werden sollte, ist, dass dieser Weg wird schwer sein und das ist, was bedeutet, das Kreuz zu tragen. Wir sind es nicht gewohnt, das Richtige zu tun. Wir sind gewohnt, eher zu kuschen, Menschen gefallen zu wollen, Angst zu haben, Zweifel zu haben, lüstern zu sein. Das ist, wo wir uns eher zu Hause fühlen. Das Christentum sagt jetzt, dir ist jetzt vergeben worden. Und ab jetzt folgst du Christus nach und preist dem Herrn. Du hast jetzt hier den Geist Gottes, der dir jeden Tag sagt und jeden Tag erklärt, was du tun sollst. Da hättest du dich jetzt entschuldigen sollen. Da hättest du es ansprechen sollen. Da gehst du jetzt hin und reversierst diesen Prozess. Da gehst du hin und machst es richtig. Jetzt machst du da eine Wiederherstellung. Jetzt wirst du das nächste Mal in einem guten Geist ansprechen. Jetzt gehst du zu deinen Eltern und löst diesen Konflikt. Jetzt hörst du auf, über den Nachbarn zu lästern, sondern du klärst es. Wenn Menschen mit Bösem zu dir kommen, dann wehrst du es ab und erzählst, warum du es nicht machst. Du hast ein neues Leben bekommen. Das ist das Christentum. Das müsstest du vorfinden. Hier im Dorf wurden in letzter Zeit Plakate aufgehängt. Irgendein Zirkus ist hier unterwegs und ich bin da mal vorbeigefahren. Ich habe da kaum Notiz von genommen. Und auf diesem Bild war auch das, was du typischerweise für einen Zirkus jetzt siehst, irgendwie ein Clown mit einer Clownsnase. Und dann eines Tages am Esstisch hat meine Tochter mir erzählt, dass diese Zirkusleute, die wandern von Ort zu Ort und die müssen halt dort, wo sie sich gerade niedergelassen haben, dort immer die Schule besuchen, wenn sie schulpflichtige Kinder haben. Und ein paar von den Kindern oder vielleicht ein Junge, ich weiß es nicht mehr, von diesem Zirkus geht auf ihre Schule, jetzt nur für diese Zeit, wo sie hier sind. Und da wurde ich hellhörig, habe gesagt, eigentlich, ob ich jetzt Zirkus an sich mag oder nicht, ich glaube, ich war noch nie im Zirkus, aber ich kann mir vorstellen, es geht wahrscheinlich um Belustigung und Dinge, die einen aufheitern sollen oder irgendwelche Shows vielleicht.
Und da habe ich gesagt, ich finde aber diese Lebensart interessant, dass man auf diese Art und Weise lebt und man zieht da von Ort zu Ort und hat da immer vielleicht Gefahren und Hürden und Herausforderungen. Und da habe ich gesagt, wir gehen da mal hin als Familie. Wir gucken uns das mal an und vielleicht treffen wir auch diesen Jungen, vielleicht gibt es da irgendein Gespräch, oder vielleicht ist es eine nette Familie, ich weiß es nicht, wir kamen nie dazu. Uns ist immer was dazwischen gekommen. Aber ich hatte vor, da hinzugehen. Nun, da ich noch nie im Zirkus war, ich kann mich zumindest nicht erinnern, gehe ich davon aus, dass wenn ich zum Zirkus gehe, würde ich irgendeine Show finden mit irgendwas Lustiges. Irgendwas, was vielleicht, was ich im Alltag nicht vorfinde. Ja? Und ich möchte dir sagen, dass oftmals habe ich das Gefühl, als ich in Gemeinden unterwegs war, jetzt ohne Namen zu nennen und auch gar nicht zu wissen mehr, welche Gemeinden das alles waren, habe ich in vielen Gemeinden das gesehen, wo ich jetzt nachhinein sage, eigentlich ähnelt das eher mehr ein Zirkus. Okay? Mit Bühnentänze und Regenschirm. Ich rede aus erster Instanz zu dir. Und meine Frau kann dir noch mehr Geschichten erzählen. Mit Matratzen, die ausgelegt werden. Man wird jetzt gleich für dich beten. Der Geist kommt über dich und du wirst umkippen, all so ein Zeugs. All das findest du, habe ich viel vorgefunden. Oder ein ganz strenges Leben oder Kopftücher und jetzt hier. Dann halt hier, das letzte war mit viel Sabbat und Tora und Hebräisch und Austausch und Menschen lieben Konferenzen noch und nöcher und über Bibelthemen zu philosophieren. Nur ein Thema fehlt immer. Wann fängst du und ich an, Steve und Tim, diese schlechten Eigenschaften durch das Kreuz Christus in deinem eigenen Leben zu kreuzigen? Das ist, was das Christentum an sich unterscheiden sollte. Das ist das Christentum der Bibel. Okay? Das Christentum der Bibel sagt, du brauchst nicht auf andere zu schimpfen, du brauchst nicht versuchen, da die Welt zu zerstören, du brauchst nicht versuchen, da über falsche Wege und Geheimnisse und geheime Schriften und besondere beruhigende Musik, alles Dinge, die vielleicht interessant sein können, aber das wird dich nicht zum Ziel bringen. Den ewigen Frieden hast du, wenn du eins bist mit Gott, du bist zu seiner Liebe zurückgekehrt, du hast den Opfertod seines Sohnes angenommen, was er geboten hat für dich, und jetzt willigst du ein, diesen neuen Weg jetzt fortan zu gehen, indem du alles hinter dir lässt, was dich davon abhält, dieses Ziel, Christus ähnlich zu werden, das legst du ab. Das ist das Ziel. Das wäre das Christentum. Da ich das selten, wenig vorgefunden habe, in den Kreisen, wo ich war, habe ich lange gezweifelt an der Botschaft, dass das Christentum ja sein sollte, dass du Christus ähnlicher werden sollst. Denn wie es ja in der Bibel steht, dass viele gehen diesen breiten Weg. Okay? So wird es auch sein, dass es sein könnte, dass viele, die eher den breiten Weg gehen, nicht den schmalen Weg, sich reformieren zu lassen durch Gottes Geist und der hart und schwer ist und viele Herausforderungen mit sich bringt und wo du immer wieder deine Ängste und immer wieder diese Dinge offenbaren musst und angehen musst. Dieser Weg ist schwer und schmerzhaft. Der bringt den ewigen Frieden, aber der ist schmerzhaft für den Prozess, den du da gehen musst. Und es könnte jetzt sein, dass viele Menschen, die eher auf dem breiten Weg sind, sich einfach zusammengetan haben, haben etwas jetzt hier sich erdacht und meinen, das ist das Christentum und propagieren jetzt vielleicht, das wäre das Christentum. Und du wärst vielleicht jetzt ein Störfaktor, wenn du jetzt da bist und sagst, aber das alles, was wir hier machen auf der Bühne und hier in den Kreisen, hat aber nichts damit zu tun, dass wir uns verbessern durch den Geist Gottes. Denn wenn ich morgen wieder rausgehe und der Samstag oder der Sonntag ist vorbei und ich allen die Hand gebe und sage, es war ein erbauliches Treffen, viel Weisheit gelernt aus der Bibel, viele Verknüpfungen. Aber ich muss morgen auf der Arbeit wieder gewisse Dinge angehen, die mir schon seit Wochen, Monaten unangenehm sind. Gespräche mit Eltern oder Schwiegereltern oder es gibt wieder Erbschaftsstreit oder dicke Luft in der Nachbarschaft oder auf der Arbeit ist da Mobbing und Lästerei und all dieses Ganze. Sagt die Bibel, jeder einzelne Mensch ist betroffen von dieser Problematik der Sünde. Und jeder einzelne Mensch soll anfangen, das Kreuz zu tragen. Beginnend mit denen, die sagen, sie lieben Christus und folgen Christus nach. Das wäre das, was das Christentum unterscheidet. Arbeit an einem selbst. Und das ist, was ich dir heute anbiete.
für dich selber zu prüfen. Du tust und machst, was du für richtig verstehst, nach deinem Verstand und was du hier begreifst. Das, was man dir geboten hat, das Gesetz verlangt er von dir auch und die Bibel verlangt es von dir auch, dass du das tust, was richtig ist. Okay? Steht in der Bibel drin. Es ist dir gegeben worden zu wissen. In Micha steht das. Es ist dir gegeben worden zu wissen, was der Herr möchte und was dazu gehört, vor ihm wohlgefällig zu sein. Überprüfe dich, ob dein Verständnis vom Christentum auch das ist, was der Herr meint. Denn viele sind es, sagt Jesus, die auf dem weiten Weg sind. Und wenige sind es, die den schmalen Weg gehen. Hoffe aus tiefstem Herzen, dass du wirklich den Weg der Wahrheit gehst. Überprüf, forsche, bete, aber lass die Wahrheit dich frei machen und lege du es in die Hand des Herrn, wirklich aufrichtig vor ihm zu wandeln. Entscheidung liegt alleine bei dir und bei uns selbst. Bis zum nächsten Mal, mein Freund. Friede sei mit dir.